Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, ja, wieder auf einem neuen Video auf meinem Kanal Drago Basler. Ich bin, ja, einige Zeit nicht so fit gewesen. Ich hatte riesige Rückenschmerzen. Sie haben mehrmals gesagt, ja, ich hätte irgendwas gebrochen im Rücken, entweder eine Rippe oder ja, verschiedene Rücken, also Wirbelsäule-Sachen oder so. Aber es war nie etwas dann sichtbar und so Sachen. Ich habe einfach das Leiden gehabt und deshalb konnte ich nicht aufnehmen. War eher so ein bisschen bei anderen Streamern aktiv, wie zum Beispiel Genex. Und habe so ein bisschen Pause gemacht von Minecraft und auch, ja, von anderen, die ich einfach dann wieder anfangen wollte zu Let's Playen oder so, damit ich einfach so ein bisschen, ja, motivierter bin, mit euch da irgendwie zu Let's Playen oder zu Livestreamen. Ja, ich bin hier wunderschön gespawnt. Ja, wollte eigentlich ja schon mal beginnen mit ein paar Folgen, aber jetzt mache ich zuerst mal ein Ankündigungsvideo. Ich habe, ja, mich eigentlich sehr gut erholt und werde jetzt auch ein bisschen motivierter wieder sein. Es war einfach auch sehr heiß bei uns. Jetzt ist es zwar ein bisschen kalt, zu kalt geworden, aber ja, jetzt kann ich endlich drin bleiben und wieder livestreamen und werde nicht immer wieder zum Sport machen rausgezogen oder einfach, dass ich weit weg bin und dann wieder unregelmäßig Videos kommen oder Livestreams. Und ja, weil, ja, Anfangsjahres ging es eigentlich recht gut und ich möchte eigentlich das jetzt eigentlich so wieder fortsetzen, wie es damals war. Einfach, dass ihr motiviert seid und auch ich motiviert bin. Und deshalb habe ich hier so ein gutes Modpack eigentlich, so gut wie möglich, gemacht. Das ist einfach zusammengesetzt aus 1.12.2 Mods. Also 1.12.2 Mods. Und ja, es gibt wirklich nicht mehr so viel. Also es ist wirklich rapide zurückgegangen. Ich wollte eigentlich, ja, schon ein paar Kontenmods haben, reintun. Aber ihr wisst ja, ich habe ja nicht so die Hilfe wie andere, die, ja, so technische, vor allem technische Mods zusammen, ja, dass ich das einfach machen kann, ohne irgendwie festzustecken, ohne Ding. Ich habe jetzt zum Beispiel Elf Tools drin, weil Mistcrafts nicht mehr geht und ich brauche ja andere Welt irgendwann mal. Und Industrialcraft habe ich drin und ein paar Furnace. Aber ja, hätte gerne schon noch mehr. Also Industrialcraft. Bin aber wirklich nicht mehr sicher, was für Mods jetzt eigentlich gut sind, ohne dass man jetzt wirklich etwas ja nicht bekommt oder ja falsch macht, irgendwas explodiert oder tja, alles mit Röhren und mit Kabel verbunden ist. Ja, habe ich jetzt einfach mal so ein recht gutes Baupack, ein ja, vor allem mit NPCs, also Minecraft Commons Alive heißt es, reingetan. Und da können wir eigentlich sehr gut etwas Rollenspiel-typisch machen. Weil was mir fehlt, sind so Rollenspiel-Mods, wo wirklich, wie zum Beispiel Twilight Forest irgendwie eine Welt ist in der Neue oder so. Es gibt es einfach nicht mehr. Also, man muss die Welt schon wahrscheinlich selber machen können. Also generieren, also nein, nicht, eben nicht generieren, bauen.
Und das ist halt nun mal ein richtiges Langzeitprojekt. Und das tue ich jetzt mal nicht so viel Mods rein, die irgendwie etwas gefährden können, oder? Ich will ja auch nicht allzu schnell fertig werden. Bei Technikmods merkt man eigentlich immer wieder sehr schnell, dass der Content dann bald vorbei ist. Es verschnellert alles, oder? Es verschnellert das Vanilla-Gameplay. Und ja. Ich kann ja noch ein bisschen weiter zeigen, was ich so habe. Auf jeden Fall kommt regelmäßig jetzt Minecraft mit den Mods-Packs. Ich wollte eigentlich auch Snapshot machen, habe gewartet, aber es steht jetzt beim ersten Snapshot von 1.13, dass es wirklich nur technisch ist. Also Technik im Sinne vom Spiel. Es wird nichts kommen. Es wird nur das Spiel verschnellen, also für diesen Performance kommen. Aber ich habe ja schon 60 FPS immer. Also sogar mehr, also ich habe fast 200 FPS ohne die Begrenzung. Das ist mir dann schon ein bisschen, ja, unnötig sozusagen und störend. Vielleicht wird es auch ein bisschen schneller. Ja, man will ja nicht ein zu schnelles Game haben, aber ich denke, das ist sowieso limitiert, also 60 FPS. Und ja, deshalb bleibe ich bei 1.12.2 und mache Mods rein, so gut wie es geht. Ich werde sicher noch mehr Mods reinmachen, aber alles so, dass es nicht allzu stört. Jetzt tut es nicht mehr so schnell generieren. Ich habe ja Fastcraft nicht drin, weil das nur bis 1.17 geht. Und ja, FPS Plus oder so gibt es auch nicht mehr für 1.12.2. Also bleiben wir so. Dann gibt es ab dem 9.11. gibt es Diablo 3 wieder, werde ich Diablo 3 machen und Zwischenprojekte werden wahrscheinlich Manblade Warbands wieder mal kommen. Ich weiß nicht, ob ich Terraria machen soll, aber es ist einfach zu schwer mit Mods und ein bisschen zu eintönig. Man muss ja wieder zurück Kiste leeren, also das Inventar leeren, Inventar leeren, sorry. Und so weiter. Ja. Oh, schöne Blumen. Ein Flower Forest Biom. Auf einer Insel. Das sind aber ein bisschen zu viele ja, von Pam's Housecraft, diese Ressourcen. Cool, ey, so habe ich das noch nie gesehen. Ja. Ich habe gemerkt, dass Path of Exile leider nicht mehr so etwas für mich ist. Es ist eher für Livestreamer, die eine große Community haben oder einfach sehr gut handeln können. Und ich will ja auch gar nicht so handeln. Es ist einfach vom Entwickler her auf nicht mich angemessen, was jetzt so gemacht wurde und jetzt auch gemacht wird. Darum lasse ich das jetzt lieber ein bisschen, aber ihr dürft gerne sagen, wenn ihr das gerne wieder haben wollt. Es ist ja bei mir meistens sehr gemütlich, so wie man Zocken eigentlich hauptsächlich tut. Aber es gibt tausend bis Millionen Leute, die einfach nur durch das Spiel rasen. Ich habe es erst kürzlich gesehen bei Super Mario Odyssey. Die ersten 100 Livestreamer wollen so schnell wie möglich durch und das möchte ich eigentlich verhindern. Wir haben Jahre zu tun. Wir haben Jahre Zeit, um Projekte langsam, gemütlich durchgehen zu lassen. Also nicht allzu langsam natürlich. Ich will alles schon ein bisschen schnell genug haben, dass es nicht langweilig wird. Aber ich denke, ich will einfach nicht einer sein, der jedes Spiel nach der Veröffentlichung einfach fertig Schluss haben will. Und ich genieße eben die Projekte, ich genieße die Spiele, die ich so
entweder alleine oder mit euch eben in meinem Let's Play oder im Livestream spiele. Und deshalb ja, dürft ihr ja gerne es auch sagen, wenn ihr es auch ein bisschen schneller haben wollt manchmal oder so. Oder macht doch endlich mal das End, also dass ihr den End-Dragon tötet oder das große End dann habt, dass die Elytra mal habe oder solche Sachen. Oder ein Mod, macht doch endlich mal zum Beispiel der Tinkers Construct Mod ein bisschen weiter oder so. Jederzeit, also sehr interaktiv wie immer. So, ich hoffe, dass, ja, informiert euch wieder ein bisschen, was ich jetzt so gesagt habe. Ich werde also Minecraft mal so lassen. Ich weiß, ich wollte früher schon immer etwas mehr machen. Ich habe auch gemerkt, dass Leute halt nicht mehr so schnell irgendwie ein Projekt weg haben wollen, plötzlich das nichts mehr kommt. Aber ich habe auch nicht viele gehabt, die haben gesagt, ja, mach bitte weiter und so Sachen. Es ist nun mal irgendwann mal eine Todeszone und ich möchte das einfach so ein bisschen mit Rollenspiel und mit Interaktivität eigentlich am Laufen bringen. Und sagt mir einfach, wenn euch irgendwas stört, ich werde immer etwas ändern, probieren oder euch einfach genügend sagen, dass irgendwie, ja, das gerade nicht geht, was ihr wollt oder sonst irgendwas. Also, ja, dürft ihr gerne einfach mitspielen, mit dabei sein und so Sachen. Ja, einfach eben nicht im Game, also einfach dabei sein und euch Sachen wünschen oder ja, zum Beispiel mit Custom NPC dabei sein, also dass ich einfach NPC so einstelle, dass sie für euch gut sind. Ich werde ja auch ein bisschen lernen müssen und so Sachen, damit ihr dann ja ein bisschen herumlaufen könnt oder einen Markt besitzt oder eine Taverne oder sonst irgendwas. Ich werde auf jeden Fall viel bauen, aber natürlich nicht immer sofort ein Mega-Haus bauen, das ja mehrere Parts nicht mehr so toll machen für euch. Ich will ja eigentlich, dass jeder Part für euch etwas vom Tag bietet, oder? Und ich merke sehr oft, dass es ist wirklich schwer, woran natürlich zu bleiben, weil viele Leute, die rasen einfach durchs Spiel oder die ja, sind da nicht mehr so motivierend und das möchte ich einfach ab jetzt besser machen natürlich. Sagt also immer, wenn irgendwas euch stört und ich werde hoffentlich bald auch wieder an Geld kommen, dass ich wirklich neue Hardware zulegen kann oder ja, vielleicht einen neuen PC bald mal wieder und so weiter. Also auch neue Spiele natürlich, Let's Playen und Livestream. So, ich hoffe, das Video reicht, dass ich nichts mehr habe, also dass ich jetzt gar nichts mehr zu erzählen habe und sagt, wenn ihr Livestream wollt oder sonstige Sachen. Ich will einfach nicht einen Livestreamer unter ja, ein oder zwei Zuschauer haben. Es ist halt immer so, dass ein oder zwei Zuschauer lange zuschaut. Das möchte ich ja so haben, aber einfach ein bisschen mehr. Und dafür viel mehr anlocke, viel mehr länger an meinen Videos teilhaben kriege und so Sachen. Ich auch ein bisschen ja, motiviere oder ein bisschen sage, dass ich ja so gerne ein bisschen hätte während den Videos. Ja, dass ihr seht, ja, ich bin da als Let's Player und ich brauche es halt und so weiter. Weil es ist schon ein bisschen dringend geworden im Sommer. Dass halt einfach die Leute, ja,
Ich konnte keinen Server mehr machen, ja, es war nicht mehr so interessant und so. Also, ich hätte sehr gerne einen Server. Ich hätte sehr gerne einen gut laufenden Server. Aber nun mal geht es halt nicht alleine. Man kann einen Server nicht alleine so betriebsfähig machen, dass es wirklich auch alle anzieht, oder? Einfach ein bisschen, ja, wie ich es halt einfach auch gerne gemacht habe, jetzt in der, als ich die Rückenschmerzen hatte, dass ich einfach nicht sehr gut reden konnte, wegen der Lunge, die hat, also eine Rippe hat wahrscheinlich auf die Lunge gepresst und so Sachen, habe ich da lieber jetzt kurz eine Pause gemacht, ja, es hat jetzt 2 Monate geworden, aber ihr wisst schon halt, ich würde ja gerne, ja, die Motivation von den Livestreamen ein bisschen höher bringen und alles Mögliche. Aber so viel Anerkennung bekomme ich halt auch nicht, oder? Da müssen wir uns gemeinsam helfen. Ja, jetzt wird es langsam spät. Also das Video wird langsam lange. Ich hoffe, ihr habt ja ein bisschen zugehört und wisst jetzt, was jetzt abgeht. Also es geht ja noch nicht so ab, aber ich hoffe, dass ich einfach mal beginnen kann und viele Videos bringen kann, Livestream bringen kann und dann auch wieder ein bisschen besser werde, ein bisschen mehr Leute anziehe. Und ja, das ist einfach, ja, ihr wisst, dass es einfach so viele Livestream und Let's Play gibt, dass es für mich einfach keine Chance mehr gibt, da größer zu werden, weil ich ja noch nie so die Qualität hatte, wie ich gerne hätte und so weiter. Also, ja. Können wir gemeinsam groß werden, dann könnt ihr auch Livestreamer oder Let's Player werden, dann habt ihr auch irgendwie eine gute Ding und nicht so wie jetzt auf YouTube so ist, dass jeder eine eigene Community macht. Und so weiter, das bringt's nicht. Also wir sind zusammen und so weiter. Also, Dankeschön fürs Schauen und tschüss.